Kerstin Gier löscht gern ihre Manuskripte. Wie kommt man da drauf, so ein komplettes Manuskript fast zu löschen? Wenn es schlecht ist, dann muss man es gnadenlos löschen und neu anfangen. Du bezeichnest dich gerne selbst als Drama-Queen. Ich bezeichne mich überhaupt nicht als Drama-Queen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eine. Wenn was Schlimmes passiert, dann finde ich, sollte man das auch so richtig ausleben können. So hysterisch und mit vielen Tränen und so. Es gibt tausend Gründe, warum man jammern kann und ich finde auf jeden Fall immer einen und jeden Tag. Was war der letzte Grund? Meine Mama. Mäh, morgen werde ich gefilmt. Und dann hat meine Mutter gesagt, hier ist doch schön, Kind. Du hast nichts zum Anziehen. Auch Elefanten sind schöne Tiere. Es steht auch nicht jeder auf Gazellen, hat sie gesagt. Und dann hat sie eine Weile überlegt und gesagt, obwohl, du bist eigentlich überhaupt kein Elefant, du bist eher eine sehr dicke Gazelle. Bist du ein kritischer Mensch? Ja, bin ich. Also ich bin schon sehr kleinlich mit Menschen. Also ganz ehrlich, bei Kritik und gerade in Rezensionen ist es ja so, du merkst, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Und du kannst es nicht allen Lesern recht machen. Mütter, Mafia and Friends, das Imperium schlägt zurück. Warum eine Anthologie? Warum hast du nicht einfach noch ein Folgeband von der Müttermafia geschrieben? Ja, das mache ich ja vielleicht noch irgendwann. Es gibt sogar Frauen, die sagen, allen Ernstes in einem Konflikt, egal wo, egal wann, egal ob es beim Arbeitsplatz ist oder privat. Ich bin auch in den Wechseljahren und daraus sollte man Rücksicht nehmen. Und so möchte ich bitte, bitte nicht werden.